Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Zweikanal Broski, Freunde. Ihr habt gesehen, ich bin heute in Liverpool. Das allererste Mal an der Anfield Road Merseyside Derby. Liverpool gegen Everton. Beide Vereine stehen, also muss man sagen, die sind echt im Loch, ne? Beide aktuell nicht gut. Ich bin heute mit meinem Vater da. Es wird sehr, sehr nice. Und lasst dir auf jeden Fall ein Like da, denn morgen kommt schon direkt der nächste Stadion-Vlog. PSG gegen Bayern München. Gerade gelesen, Mbappé auch Abschlusstraining gemacht. Kleine Schlingel, die Pariser. Ja, dachte ich mir doch. Also Freunde, wir verbringen jetzt noch ein bisschen den Tag in Liverpool und dann geht's später rein ins Stadion. Ich habe richtig, richtig Bock. Also das ist der kurze Blick aus dem Hotel und das ist komplett Englisch. Einfach, da stehen so 300 Häuser, alle gleich, alle im gleichen Abstand. Das sieht einfach eins zu eins aus wie bei Harry Potter bei den Dursleys. Geil. Ja. Und genau so sieht tatsächlich echt 90% von Liverpool aus. Nicht wirklich schön, es ist eine Arbeiterstadt. Ja. Schön ist anders, sage ich euch ehrlich. Wir sind jetzt am Liverpooler Hafen. Ist so eine der Hauptattraktionen hier in Liverpool. Ja, alte, große Hafen- und Handelsstadt. Und das ist das schöne Ding hier. Hier drüben bei diesen Docks, das sind diese ganz alten Lagerhallen. Früher Manchester, also noch mehr als jetzt, eine riesengroße Handelsstadt gewesen. Und guck mal hier, Liverpool. Liverpool, ja, der Mann hat Ahnung. Und englischer Doppeldecker. Das sind hier alles so Lagerhallen. Und Liverpool natürlich auch, Heimatstadt der Beatles. Und hier gibt es einfach so ein eigenes, riesiges Beatles-Café. Schaut euch das mal an. Riesiges Ding. Also von Beatles-T-Shirts bis hin zum Beatles-Monopoly. Also in diesem Laden gibt es wirklich alles, was man sich mit den Beatles vorstellen kann. Und ich meine wirklich alles. Beatles-Café und Beatles-Flipper. Und hier sind wir jetzt an den richtig dicken Docks von Liverpool. Schaut euch das an. Sehr, sehr geil. Wir sind jetzt hier in so einem alten Restaurant. Wie ihr hier schon seht, das ist quasi hier in dem Hafen drin. Und das waren früher hier diese Lagerhäuser. Daraus haben die hier so ein Restaurant gezaubert. Und guck mal hier. Klassisch englisch gefüllte Kartoffel. Da gehen wir jetzt rein. Sieht auf jeden Fall geil aus. Also jetzt hier dieser Mix aus diesen alten Gebäuden da hinten und den neuen. Sieht sehr cool aus. So Freunde, also heute Merseyside Derby. Was ist das Besondere an Liverpool gegen Everton? Es ist ein absolut traditionelles Duell. Das erste Spiel wurde 1894 ausgetragen, plus die Anfield Road und der Goodison Park, die beiden Stadien der Mannschaften, liegen gerade mal 6 Minuten Fußweg auseinander. Also das heißt, das ist einfach eine Meile bzw. ein Kilometer, ich weiß nicht ganz genau. Ein sehr, sehr traditionelles Spiel und das Geile ist, es ist quasi der letzte große englische Verein, der mir fehlt. Ich war bei den beiden Manchester-Clubs, Chelsea, Arsenal, heute endlich Anfield Road. Wir holen es endlich nach. Jedenfalls hatten genau hier die Beatles ihren allerersten Auftritt. Und hier ist auch der berühmte The Cavern Club. Hey, und diese Straße hier ist richtig cool. Hier sind überall diese klassisch englischen Pubs. Und das Beatles-Thema zieht sich auf jeden Fall durch, ne? Das ist echt krass. Alles voll mit den Beatles. What do you think will be the result today? Do you think? 2-1. For Liverpool? 2-1 to Liverpool or 1-0 to Liverpool. So, ein paar Stunden sind jetzt vergangen und wir sind jetzt nicht mehr in der Innenstadt, sondern ja, am falschen Stadion tatsächlich. Denn wir sind jetzt genau vor dem Everton Stadion. Vor dem Goodison Park. Ihr seht hier schon die ganzen Graffitis an der Wand. Das sieht sehr, sehr nice aus. Und da ist das gute Stück. Der Goodison Park mitten hier auch in der Innenstadt, mitten in den Wohnblocks. Wir laufen jetzt nämlich von dem Stadion zur Anfield Road, weil wir wollten uns das Ding hier auch nochmal angucken. Und schaut euch das an. Also das ist wirklich typisch Englisch. Wohnblock, Wohnblock, Wohnblock und dann einfach Stadion. Das ist so verrückt, ne? Und hier seht ihr das schöne Stück nochmal. Hier auch nochmal ein bisschen die Vereinshistorie. Am Eingang Romelu Lukaku 2014 für 28 Millionen dann gewechselt. Ah, sieht schon sehr nice aus. Habe ich einen Schaden oder sieht er ein bisschen aus wie Sollerse? Schaut mal, hier ist auch so eine alte Vereinskneipe. Das sieht ja mega fresh aus. Safe Call, hier geht nachher auch richtig gut die Action ab. Einfach direkt am Stadion, das ist so cool irgendwie. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Da sieht man sogar auch ein Stück von der Tribüne. Da, ne? Auch überdacht. Und das ist wirklich verrückt. So, damit ist unser kurzer Abstecher hier zum Goodison Park auch beendet. Wir laufen jetzt, ich habe mal gerade geguckt, 14 Minuten zur Anfield Road. Direkt am Goodison Park geht man dann hier in den
berühmten Stanley Park rein. Das ist so ein Stadtpark hier. Und der trennt quasi dann auch beide Stadien. Da gehen wir jetzt durch und dann kommen wir eigentlich quasi an der Anfield Road wieder raus. Also ich glaube, das ist mit Abstand der schönste Weg jemals zu dem Stadion. Oder hast du das schon mal in Deutschland gesehen? Man hat es hier gerade so ein bisschen durch die Baumkronen sehen können. Da ist gleich direkt die Anfield Road. Krass. Guck mal hier lang. So, einen entspannten 15 Minuten Park-Walk später sind wir an der Anfield Road. Sieht schon richtig geil aus. Einige Fans sind auch schon am Start. Sehr, sehr nice. Auch natürlich wieder hier direkt an so einem Wohnblock dran. Und da ist die berühmt-berüchtigte Anfield Road. Bin so gehypt, ich war noch nie hier. Und schreibt's gerne mal in die Kommentare. Anscheinend bauen die auch um. Das wusste ich gar nicht. Schreibt mal rein, was die machen. Erweitern die Kapazität oder machen die einfach modern? Gerne mal reinschreiben. Ey, diese kleinen Läden sind so cool. Und dann auch noch, guck mal hier, einfach die Hauswand angemalt. Wie gerade bei Everton auch. Richtig, richtig geil. Ich hole mir jetzt einen Schal, ich brauche noch einen. Mein Papa hat einen zu Weihnachten bekommen. Ich bin ein bisschen neidisch, ich mache Auge. Ich brauche auch einen Schal. So. Jetzt sind wir ready. Jetzt gehen wir rein. Okay, Freunde. Wir sind drin. Alter, das sieht ja mal geil aus. Junge. Oha. Guck mal, wir sitzen hier 2 Minuten. Und genau deshalb ist mein Papa ein Macher. Weil der ist direkt am Bierstand. Und das ist einfach geil. Okay, ich weiß, ich werde von vielen dafür geblamed. Aber Guinness ist echt ein geiles Bier. Ich mach kein Guinness. Du machst auch kein Guinness. Guinness overhated, ich sag's dir so wie es ist. Stößchen. But it's not a back four anymore, it's a back three, back five, whatever. It's a difficult situation. I wonder whether Jurgen would favour any kind of situation. I don't know. All right, cheers, Phil. Yeah, thanks for that. So. Hey, Freunde, zu krass. Den ihr gerade gesehen habt, der mit dem Mikrofon, ist ein ehemaliger Liverpool-Spieler, Phil Neal. Absolute Legende, war 11 Jahre bei Liverpool, 4-mal die Champions League gewonnen, 8-mal englischer Meister, über 400 Spiele für die. Finde ich krass. Voll geil, dass die einfach so einen Profi hinschicken, der so ein bisschen redet. Das war übel interessant. Der hat so ein bisschen von den alten Zeiten erzählt. Sehr cool, Digga. Und sehr lustiger Typ, der hat ein paar Jokes gemacht. Guter Mann. Schau mal hier. Da hat gerade einer ein Bild gemacht mit einem 8-fachen englischen Meister und Champions League-Sieger. Freunde, wir gehen rein. Oh, shit. Freunde, das erste Mal an der Anfield Road. Alter, unfassbar. Schaut euch diese Plätze an. Alter. Oh, Junge. Das wird einfach nur geil. Und hier sehen wir gerade die Everton-Keeper, die sich warm machen. Da hinten machen sich auch schon die Liverpool-Spieler warm. In einer halben Stunde geht's los. Und hier sind die Everton-Spieler. Also ich glaube, ich habe mir auch die Frage, was die ausbauen, gerade selbst beantwortet. Ich glaube, die machen einfach die Tribüne einfach noch ein Stück höher, weil ihr seht ja, der Unterschied hier zur Haupttribüne, zu dem Ding hier, ich glaube, die machen es auf die gleiche Höhe. Nochmal ein bisschen extra Kapazitäten rein. Aber schreibt es, wie gesagt, trotzdem gerne nochmal in die Kommentare. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, würde Sinn machen. Die Aufstellungen sind gerade auch schon rausgekommen. Bei Liverpool große Überraschung, ich muss sagen, ich weiß nicht warum. Virgil van Dijk nur auf der Bank, aber Joel Matip, der Schalker Ehrenbruder, spielt von Anfang an. Will eine Matip Masterclass sehen. Also Freunde, ich sag's euch ehrlich. Die Fans hier beim Warmmachen leben sehr gefährlich, weil das Netz nur so tief ist und die Liverpool-Spieler gehen rein vom Warmmachen. Gleich geht's los. Okay. Und die haben hier richtig ihren Spaß. Oh, macht's aber kalt. Die haben so Spaß dahin. Die Everton-Spieler gehen rein. Es gibt Applaus vom Auswärtsblock und die Liverpool-Fans pfeifen. Gleich geht's los. Merseyside Derby. Ich hab so Bock. Die sind schon heiß, die Männer. Freunde, wir sind gerade Teil von der Choreo, glaube ich. Was geht denn jetzt ab? Ja.
Wir sind mit dabei. Lul, was geht hier ab, Digga? Wir sind Choreo. Ich glaube, die lassen einfach so einen Banner durchlaufen. Das habe ich bei Chelsea auch gesehen. Scheint ein Ding zu sein in England. Es geht los! Schau mal her, der Everton-Auswärtsblock ist aber auch prall gefüllt. Ich glaube, das wird ein richtiger Kracher heute. Alter, Gänsehaut! Fuck! Let's go, die Mannschaften kommen raus! Es geht los! Let's go, es geht los! Derby Time! Wir gehen rein! Boah. Alter! Oh, die Everton-Fans begrüßen Alisson Becker! Guckt euch das mal an! Der Mann bekommt keine Liebe da hinten. Der Pickford da hinten kriegt auch keine Liebe. Spiel geht los. Rein da. Ey, wie nah man einfach schon wieder dran ist, ne? Das ist so krank. Diese Stimmung, Junge! Es ist halt so laut, weil die so weit unterm Dach sitzen da hinten. Das ist so geil, Alter. Also, Pickford mögen die auf jeden Fall überhaupt nicht. Der hat damals Van Dijk verletzt. Sind die... Matip! Rudi! Eieiei. Alles gut. Alles gut. Gespielt. Ja. Ja, ist auch ausgebildet bei uns. Ja, es war stark von Darwin. Die Darwin Nunes Sprechchöre. Wie die Engländer ausrasten. Ja! Ja! Ich sage euch ehrlich, Engländer, die fluchen, sind einfach sympathisch, Digga. Ist so geil. Ey, das Stadion ist so am Brennen, es ist so ein Derby-Feeling. Geil, Alter.
Ja, Mate, bis da. Oh! Hey, hey, und Halbzeit direkt danach. 1-0. Sehr, sehr geiles Spiel bis jetzt. Hitziges Ding, ey. Aber ich feiere es mega. Käffchen. Und ich sage euch ehrlich, das ist meine Maßnahme für die Halbzeit. 2-0 Liverpool. Wir sind nicht mehr auf unseren Plätzen. Alter, was ein Start in Halbzeit 2. Und ich habe ein komplettes Bier bekommen. 2-0. Ich hab's auch gesehen. Junge, was ein Angriff. Ey, was ein Timing. Wir kommen gerade aus der Halbzeit raus. 2 Minuten gespielt. Gehen gerade auf die Plätze zurück. Torfeld. 3 Meter Luftlinie vor uns. Perfekt, Digga. Nice. Und Gakpo mit dem Treffer. Nice. Boah, das ist hart. Digga, die Liverpool-Fans. Ich sage einfach going down, also dass Everton absteigt. Da ist ein Bruch. Oh. Freunde, ich sage euch ehrlich, wir sitzen jetzt auf der richtigen Seite. Salah und Trent Arnold direkt vor uns. Jetzt wird's geil. Komm, Salah. Junge, Alter! Oh, und Pickford und Darwin haben Stress. Alter, so ein geiles Spiel, Mann. Henderson geht. Großen Applaus für den Bruder. Gakpo auch runter und Bobby Firmino kommt. Und der wird gefeiert, der Mann. Fast das 3-0. Und die Stimmung ist komplett da, ne? Die Fans sind richtig am Feiern, Alter. Oh, gibt eine Rudelbildung. Pickford ist aber auch ein Stinkstiefel, Digga. Ja, Digga. Das ist Derby. Und Robertson ist auch sauer. Woran erkennst du englischen Fußball? Rudelbildung, alle schubsen sich, keine Karte. Ey, einfach Ecke, Trent Arnold und die Silke Divock Origi. Ist das geil, Digga. Feier ich geisteskrank. Origi, weil der damals gegen Barca das Tor gemacht hat nach der Ecke. Und ist wieder gut. Ach, Mate. Vorbei. Derby-Sieg für Liverpool. Ja, Jürgen Klopp mit seiner berühmten Jubelpose. Hat er sich mal wieder verdient, der Mann. Ey, aber ich hab's nach dem Barcelona-Spiel gesagt. Das ist halt echt krass, ne? Das Spiel ist 2 Minuten vorbei und es ist einfach schon wieder leer. Also das ist wirklich eine geile deutsche Tradition, muss ich sagen. Das ist bei uns viel geiler. Guck mal. Da. Spieler weg. Derby-Sieg. 2 Minuten später, das Ding ist durch. Also was wirklich übrigens auch geisteskrank ist, ist wie eng man hier beieinander sitzt, ne? Also ohne Scheiß. Ich bin ja klein, ne? Guck mal, wo ich über meinem Knie bin. Das ist wirklich
richtig krass. Also ich glaube, Schalke oder generell so deutsche Stadien hast du auf der Fläche also mal mindestens maximal nur einen Sitz. Das ist echt ein krasser Unterschied. So, das Ding ist komplett leer. Es geht ab nach Hause. Was ein Erlebnis, Freunde. Ah, wirklich absolut dankbar für diese Reise, ne? Sehr, sehr geil, dass ihr auch diese Videos so supportet und feiert. Macht so Laune. Boah, immer noch Gänsehaut, ehrlich. So, ab ins Hotel. Was ein Erlebnis, ey. So, bin im Hotelzimmer angekommen. Ey, was ein Erlebnis. Anfield Road, das erste Mal für mich gewesen. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Dann auch noch wirklich ein gutes Spiel. Merseyside Derby. Echt, immer war richtig geil. Also ich muss sagen, ich habe ja von vielen Leuten gelesen, dass Anfield geil sein soll. Ein paar haben aber auch gesagt, Anfield ist sogar so ein bisschen overrated, dass dann bei manchen Spielen die Stimmung nicht so geil ist. Aber gut, jetzt war natürlich auch Derby. Aber es war wirklich top. Also ohne Scheiß, genauso wie man sich englische Stimmung vorstellt, ne? So sehr dieser situative Support ist ja auch nochmal was anderes als in Deutschland. Das war wirklich sehr nice. Also absolutes Top-Erlebnis, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, wie es läuft. Lasst ein Like da und checkt den Vlog morgen ab, denn da bin ich bei Paris gegen Bayern und da wird es direkt den nächsten geben. Macht's gut, haut da rein. Ciao.